Servus, grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Folgende Themen haben wir für Sie heute in der Sendung. Wir haben einen Fahrbericht vom Porsche Panamera Diesel. Wir zeigen Ihnen Neuigkeiten von Seat, Volkswagen und Hyundai. Und wir berichten von der Drift-Staatsmeisterschaft. Diesel im Porsche war vor wenigen Jahren noch genauso undenkbar wie ein Geländewagen im Programm der Sportwagenschmiede. Der 250 PS starke Diesel passt aber hervorragend zum Panamera und macht den zu einer sportlichen und gleichzeitig sparsamen Luxusreiselimousine. Es ist eine seltene Kombination, dass ein Auto edel, aufregend und zugleich sparsam ist. Beim knapp 5 Meter langen Porsche Panamera Diesel trifft das aber eindeutig zu. Der Motor vorne, 4 Türen, einen großen Kofferraum und trotzdem sieht er von vorne wie ein klassischer Porsche aus. Das Design beim Panamera ist sehr gelungen und ändert sich auch beim Diesel nicht. Außen ist er nur am dezenten Schriftzug auf den vorderen Türen erkennbar. Im Cockpit erkennt man nur am Drehzahlmesser, was für ein Kraftpaket unter der Haube steckt. Der Sound klingt eindeutig nach Benziner und muss auch als Porsche üblich beschrieben werden. Der Innenraum ist, wie von Porsche nicht anders zu erwarten, auf höchstem Niveau. Dies betrifft sowohl die verwendeten Materialien als auch die gebotene Verarbeitungsqualität. Der Panamera setzt sich leichtfüßig in Bewegung. Der laufruhige 250 PS V6 TDI mit 550 Newtonmeter Drehmoment ist eine ansprechende Motorisierung, die den viersitzigen Reisesportwagen bei Bedarf in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und zu einer Höchstgeschwindigkeit von 242 km pro Stunde verhilft, falls man einmal einen Ausflug auf eine Rennstrecke oder nach Deutschland auf die Autobahn vorhat. Wenn man sich auf Landstraßen bewegt, ist die Verbrauchswerksangabe von 6,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer leicht erreichbar, da die serienmäßige Achtgang-Automatik sehr gut mit dem Motor zusammenarbeitet. Das Porsche Aktivfahrwerk PASM ist auch im Panamera Diesel serienmäßig. Die Dämpfereigenschaften können auf Knopfdruck verändert werden. Das Fahrgefühl ist erwartungsgemäß Porsche-typisch. Zu erklären ist das schwer. Am besten man geht in eines der österreichischen Porsche-Zentren und probiert dasselbe aus. Der Basispreis des Porsche Panamera Diesel beträgt 90.160 Euro. Bei Motor TV geht's jetzt weiter mit Neuigkeiten von Seat, von Volkswagen und von Hyundai. Im Mittelpunkt des Seat-Auftritts im Rahmen des GTI-Treffens steht der Ibiza Cupra Concept als seriennaher Ausblick auf die neue Generation dieser supersportlichen Seat-Ikone. Das erstmals auf der Auto China in Peking gezeigte Modell mit dem 180 PS starken 1,4 Liter TSI-Triebwerk präsentiert sich schon auf dem Podium extrem dynamisch. Die spice-gelbe Lackierung kontrastiert mit glänzend schwarz lackierten Außenspiegeln und 17 Zoll Rädern, durch deren Speichen rot lackierte Bremssättel hindurchschimmern. Der besonders große und trapezförmige untere Kühllufteinlass betont die Breite des Kompaktsportlers, während die kantige Linie der Scheinwerfer die neue Designlinie Seat unterstreicht. Zum ersten Mal zeigt Seat einen sportlich aufgepeppten Mii. Der in Tornado-Rot lackierte City-Kompakte überrascht durch einen kräftigen Auftritt mit schwarzen Aufsätzen an den Radläufen, zusätzlicher Spoilerzieher und schwarzen 16-Zoll Aluminiumrädern. Auch im Cockpit bestimmen rote und schwarze Elemente das Bild. So trägt der Sportsitz mit voll integrierter Kopfstütze einen in Rot hervorgehobenen FR-Schriftzug. Der Mii stellt als Showcar in FR-Ausführung den individuellen Einstieg in die Welt von Seat dar. Mit dem Concept Car Amarok Canyon präsentiert die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge eine extreme Variante des erfolgreichen Amarok. Die Höhe und Breite übertrifft den Serien-Amarok deutlich. Die im orange-roten Dreischicht-Effektlack Ballardi orange schimmernde Karosserie wurde um 40 mm höher gelegt, inklusive der Reifen ist die Studie sogar um 85 mm höher. Auf dem Dach trägt das Freestyle-Mobil zudem einen Bügel mit 4 Zusatzscheinwerfern. Speziell ausgelegt auf die trendige Extremsportart Kajak Freestyle werden mit dem Concept Car Amarok Canyon die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines Pickups gezeigt. Hyundai zeigt die dritte Generation des bereits beliebten SUV-Modells Santa Fe. Er wurde innen und außen der neuen Designsprache angepasst und mit neuen Funktionen, Technologien und modernen sparsamen Motoren ausgestattet.
Weiters gibt es 5 Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahre Mobilitätsgarantie und 5 Jahre jährliche Gratis-Zustandsprüfung. Der neue Hyundai Santa Fe wird heuer ab Herbst erhältlich sein. Am Sonntag, den 8. Juli, findet im ÖMTC-Fahrtechnikzentrum in Melk zum zweiten Mal ein High-Speed-Slalom für Renn- und Serienfahrzeuge statt. Diesmal aber erstmals im Race of Champions-Stil, das heißt, es fahren immer 2 Fahrzeuge gleichzeitig gegeneinander am Rennparcours am Wachau-Ring, wodurch mehr Spannung garantiert wird. Die Infos dazu gibt es auf www.freies-fahren.at. Am gleichen Wochenende vom 7. bis 8. Juli macht am grenznahen Pannonia-Ring mit dem Auto circa eine Stunde Fahrzeit von Eisenstadt entfernt der Histocup, also die größte österreichische Rennserie-Station. Spannende Zweikämpfe werden vor allem wieder bei der BMW 325i Challenge erwartet. Weitere Informationen finden Sie auf www.histo-cup.at. Dass es beim Motorsport nicht immer nur rein um Speed gehen muss, das beweisen die Teilnehmer bei der Dunlop Drift Challenge beim 3. Staatsmeisterschaftslauf in der Steiermark. Dort matcht sich Österreichs Drift-Elite bei sengender Hitze um den heiß ersehnten Sieg. Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Dots Tuning Wheels und Dunlop. Die Mitarbeiter des ÖMTC-Fahrtechnikzentrums in Lang-Lebring geben ihr Bestes, um die Strecke für den perfekten Drift zu präparieren. Mit Erfolg. Fast alle Fahrer lassen ihre Autos elegant über den nassen Asphalt gleiten. Und genau diese Eleganz ist es auch, die das Driften so speziell macht. Die Drift-Challenge ist ein besonderer Motorsport. Hier wird ja, wir nennen das Balletttanzen mit dem Auto, ja, oder Dancing Stars für Autos. Es wird auch dementsprechend von einer Jury bewertet, ob gedriftet wurde oder nicht. Das heißt, es ist der ganze Kurs driftend zu durchfahren. Das heißt, es darf kein Stück Asphalt, darf das Auto nicht quer sein. Ob dem auch so ist, entscheiden allein die Juroren, die die 2 Abschnitte des Kurses immer im Überblick behalten. Ganz ohne Speed kommt aber keine Motorsportveranstaltung aus und so gewinnt bei Punktegleichstand der Schnellere. Gefahren wird in 3 Durchgängen jeweils eine Runde auf nassem Asphalt, wobei nur der beste Durchgang in die Wertung kommt. Eine weitere Besonderheit der Dunlop Drift Challenge Austria sind die Autos. Neben Renngefährten kämpfen nämlich auch serienmäßige Fahrzeuge um die österreichische Staatsmeisterschaft. Die Kategorie Serienfahrzeuge ist eben gedacht, dass man mit dem Auto, mit dem man daheim quasi täglich in die Arbeit fährt, auch bei uns am Motorsport mal reinschnuppern kann und teilnehmen kann. Und die Rennfahrzeugklasse ist eigentlich offen, da kann man die Autos speziell eben zum Driften umbauen. Das heißt, es sind auch vom Reglement her relativ viele Freiheiten. Das heißt, man kann sich hydraulische Handbremse einbauen, ein kürzeres Lenkgetriebe oder einen Rennschallensitz. Mit so einem speziell zum Driften getunten BMW M3 E36 geht auch Alois Pamper an den Start. Der Steirer vom T-Bar Racing Team konnte schon in den vergangenen 3 Jahren die Staatsmeisterschaft für sich entscheiden und ist auch heuer wieder Titelfavorit. Im 2. von insgesamt 3 Wertungsläufen erreicht Pamper die höchstmöglichen 18 Punkte, wodurch er im 3. Lauf als letzter starten darf. Seine Zwischenführung ändert aber nichts am Respekt vor der Konkurrenz. Naja, Selbstbewusstsein ist schon vorhanden, aber es ist nicht mehr so einfach, wie es früher mal war, dass ich hinterm Lenkerl sitze und alles gewinne. Also die Konkurrenz wird stärker und ich will am letzten Lauf auch noch schauen, dass ich mein Bestes gebe und vielleicht nochmal eine Topzeit habe. Der 3. Lauf auf der verwinkelten Strecke verlangt den Teilnehmern aufgrund der großen Hitze einiges ab. Brigitte Schmalzel, die Nummer 1 im inoffiziellen Damenbewerb, lenkt ihren Mercedes 190 AMG mit viel Feingefühl und schafft es in der Wertung der Rennfahrzeuge auf Rang 6 von insgesamt 36 Teilnehmern. Dieser Achtungserfolg macht die Niederösterreicherin bei diesem schwierigen Kurs besonders stolz. Die Strecke an sich liegt mir nicht so, weil sie sehr eng und winkelig ist. Ich mag mehr Speed und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich mich jetzt ein bisschen versöhnt habe und das heute so toll funktioniert hat. Ein hervorragendes Ergebnis erzielt auch Markus Fellbauer. Der Oberösterreicher holt sich die volle Punktzahl, was in seinem Mitsubishi Lancer Evo 9 besonders schwer ist. Der Wagen hat Allradantrieb. Der Unterschied ist der, dass man zu einem Heckantrieb von Haus aus gleich mal 100 PS mehr braucht, um dort mithalten zu können, weil ja die Antriebskraft auf alle 4 Räder verteilt wird. Also die muss man permanent am Durchdrehen halten. Das ist das große Problem. Mit Allrad ist aber immer gesagt worden, dass es fast unmöglich ist, einen 18er zu fahren, Punkte Maximum, weil es jetzt gewisse Passagen gibt, die man halt irrsinnig lange ziehen muss. Das fällt mit Heckantrieb ein bisschen leichter gegenüber einem Allrad.
das macht halt dann ein bisschen der Wahnsinn auch wieder. Also einen gewissen Vogel braucht man da schon dazu. Den habe ich anscheinend, der ist groß genug. Während die Zuschauer unter der steirischen Sonne schwitzen, geht der entscheidende Lauf ebenfalls in die heiße Phase. Thomas Graf vom Lero Racing Team startet mit seinem BMW M3 E36 als einziger Fahrer mit einem Serienauto in den Top 10. Der Niederösterreicher bietet eine Vorstellung, welche die Unterschiede zwischen den Fahrzeugkategorien fast vergessen lassen und holt sich souverän den Sieg in der Kategorie Serienfahrzeuge. Wir sind den ganzen Tag eigentlich schon recht gut gelegen. Die Streckenführung gegenüber Volkswagen ist mir ehrlich gesagt besser gelegen. Hab von Anfang an Spaß gehabt dabei und wenn man Spaß hat, macht man es halt richtig gut und das ist mir Gott sei Dank irgendwie aufgegangen. Platz 2 bei den Serienfahrzeugen geht an den Niederösterreicher Mario Granabetter im Mazda MX-5 vor seinem Landsmann Mario Simon im Hyundai Genesis Coupé. Den Sieg bei den Rennfahrzeugen machen sich die drei letzten Starter untereinander aus. Michael Blümel vom Schmalzl Racing Team führt nur, bis der Niederösterreicher Günther Denk den Lauf absolviert. Doch die Freude seines Teams G-Drift Performance ist von kurzer Dauer, denn Lokalmatador Alois Pamper meistert die Strecke fehlerfrei und sehr schnell. Sein Ziel hat der Steirer klar anvisiert. Gesamtsieg, ja, fürs Jahr schaut eigentlich gut aus. Die Punkte passen eigentlich. Desdorf ist eine neue Strecke, da werden wir uns wahrscheinlich anpassen. Da wird das Schmalzl-Team recht gut drauf sein, aber wir werden uns sicher Mühe geben. Gelohnt hat sich die Mühe für Pampa bisher schon. Ob er die Lorbeeren auf einer bisher ungekannten Strecke ernten wird, entscheidet sich beim nächsten Bewerb in Teesdorf. Seine Verfolger sind jedenfalls schon dabei, das Siegertreckchen zu erobern. Michael Blümel hier notfalls auch mit Verstärkung vom Nachwuchs. Solange der aber noch keinen Führerschein hat, kann Pampa erst einmal entspannt seinen Sieg genießen. Diesen Beitrag widmete Ihnen Dodge Tuning Wheels und Dunlop. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto, jeden Monat neu. Bei der DTM am Red Bull Ring in der Steiermark waren zwar keine österreichischen Fahrer am Start, dafür aber im attraktiven Rahmenprogramm umso mehr. Im Porsche Cup war der Tiroler Norbert Ziedler besonders erfolgreich im Einsatz. Servus aus Spielberg und das ist unser Heimspiel. Für diese 6 Österreicher ist das Rennwochenende am Red Bull Ring ein echtes Heimspiel. Knapp 50.000 Zuschauer sind gekommen, um ihre Teams zu unterstützen. René Rast und Jean Edwards, die Führenden in der Meisterschaft, stehen im Blickpunkt der 6 Lokalmatadoren. Er war jedoch im Qualifying nicht aufzuhalten. Jean Edwards holte sich die Pole Position. Dicht gefolgt bereits vom ersten Österreicher, Norbert Ziedler, der im Qualifying den zweiten Startplatz herausholen konnte. Diese zwei Piloten dominieren auch das Rennen, matchen sich die längste Zeit Rad an Rad. Geduldig wartet der Tiroler Norbert Ziedler auf seine Chance und nützt sie dann. Er setzt sich an die Spitze. Pech hat Philipp Enk bei einem Überholmanöver. Ich hätte keine andere Wahl gehabt, außer durchs Gras zu fahren und dann durchs ganze Feld zu pflügen. Und dann ist an der Antriebswelle irgendein Kugelgelenk kaputt gegangen und somit Rennende leider. Lehrgeld muss auch noch Clemens Schmidt bezahlen. Ohne den Fehler wären wir auf Platz 3 oder 4 gelandet und so war es halt der Ausfall in der vorletzten Runde. Das ist natürlich immer enttäuschend. Er lässt alle Gegner hinter sich und enttäuscht nicht. Norbert Ziedler beendet das Rennen auf dem ersten Platz, sein erster Sieg in dieser Rennklasse. Die letzten 3 Runden waren ein bisschen schwierig dann, weil das Auto ziemlich abgebaut hat. Zu viel Übersteuern bekommen dann. Aber im Endeffekt super Rennen, danke ans Team. Super Job das Wochenende und endlich sind wir wieder zurück da, dass wir auch vorne mitfahren können im Carrera Cup. Überraschend darf auch er den Sekt verspritzen. Klaus Bachler landet auf Platz 3. Also es ist mir ganz gut gelungen. Nur mit dem Resultat hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Gefeiert wird auch der 9. Platz von Matthias Gammer auf. Ja, damit ist die heutige Ausgabe von Motor TV zu Ende. Es ist die letzte vor der Sommerpause. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder Anfang September. Bis dahin danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.